Etwas wollte ich nur zum Speichern sagen. Gell? Also in dem Moment, wo wir immer gesagt haben, Download oder Speichern und das dann direkt auf dem Microbit gespeichert haben, dann ist das für uns quasi weg. Weil der Microbit meldet sich zwar an wie ein Massenspeicher, ist aber keiner. Und wenn ich da in mein Verzeichnis reinschaue, dann habe ich jetzt alle diese Scherestein-Papier-Geschichten nicht gespeichert. Gell? Das heißt, wenn dann ich sowas Tolles da programmiert habe und ich sage dann speichern oder download, wo auch immer hin, und ich tue es nicht auf dem Microbit, sondern speichere es da in mein Downloads Microbit, gell? STP2 haben wir da, speichern. Gell, dann habe ich das jetzt da. Da ist es. Und wenn ich da jetzt sage, okay, einige Tage vergehen, ich komme wieder, ich starte irgendwie meine Programmieroberfläche, dann ist ja das alles da leer. Dann kann ich natürlich hergehen und sagen, das ist meine Hexdatei, die nehme ich mit der Maus und ziehe sie auf meinen Editor. Und schon ist das ganze Programm wieder da. Die andere Variante ist, gell, manche Leute löschen ja immer wieder ihren Browserverlauf. Wenn ich da auf meiner Startseite bin, dann sehe ich da, da habe ich meine alten Projekte. Gell. 14 Sekunden, 2 Minuten gell, oder auch mehr. Aber ich kann dann einfach sagen, okay, also ich will da, was wollte ich denn da? Da habe ich was programmiert, das ist schon ein bisschen länger her, also ein Tag ist da gestanden. Dann lade ich mir das wieder her. Oder eben dieses STP2, was wir da jetzt gerade gemacht haben, Schere, Stein, Papier. Blöde Abkürzung übrigens, ist Schere, Dein, Papier. Aber dann klicke ich es einfach da an. Dann habe ich es wieder. Die Hexdatei, die kann ich auch weitergeben. Die kann ich auf einem USB-Stick speichern und jemand anderen schicken. Und wenn das jemand anderer dann aufmacht, dann hat er so das offen, was wir da programmiert haben. Alles klar. Dann wünsche ich noch viel Spaß beim Programmieren und einfach einmal arbeiten damit. Und im nächsten Video geht es dann mit ein paar andere Schritte wieder weiter. Okay, viel Spaß.